traditioneller Familienbetrieb feiert heuer ein rundes Jubiläum. Das Modehaus Hufnagel in Bad Gleichenberg ist 100 Jahre jung. Und dieses Jubiläum feierte man mit einem großartigen Fest. Es war so schön, dass ich es mit Worten fast nicht beschreiben kann, weil es ist genau das gewesen, was ich mir gewünscht habe. Es war eine familiäre Feier mit ganz viel Herz, mit einer wunderbaren Modenschau, wo alle Mitarbeiter und ganz, ganz viele Verwandten mitgegangen sind. Und dadurch ist es einfach so ein schöner Festakt gewesen. Ich bin ganz begeistert. Die Familienchronik des Modehauses mit dem Brautsalon konnten die Besucher auf einigen Tafeln nachlesen. Mittlerweile ist das Unternehmen schon in der vierten Generation in Familienbesitz. Einen wesentlichen Anteil an dieser Erfolgsgeschichte haben Ingrid und Josef Tropper. Ja, mir geht es extrem gut, weil wir eben die Glücklichen sind, dass unsere Kinder übernommen haben. Ne? Und deswegen geht es uns gut. Und wir sind so dankbar, weil sie führen das in unserem Sinn weiter. Die Isabelle ist doch eine Quereinsteigerin und sie ist so super, aber so super. Ich bin so stolz und an Uwe auch. So was kannst du dir nur wünschen und wenn es in Erfüllung geht, bist happy. Nach den Grußworten und Gratulationen der Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft startete das umfassende Festprogramm. Ein Höhepunkt war die Modeschau. Das Besondere daran, alle Models waren Mitarbeiterinnen des Modehauses, Familienmitglieder und deren Kinder. Ein wahrer Glücksfall war, dass ein richtiger Quereinsteiger die Geschicke des Modehauses in den letzten Jahren mitgestaltet hat. Es war einfach so, dass die an der Zeit war, das Geschäft zuzusperren oder weiterzuführen. Und Isabelle hat sich schon einige Jahre geführt und hat dann gesagt, allein schafft sie das nicht mehr, ob ich mitmachen möchte. Und ich war ja selbstständiger Tontechniker, also ich habe ein kleines Unternehmen gehabt und Musiker. Ich habe gesagt, okay, probieren wir es. Es war natürlich ein riesiger Schritt damals, aber ich sage mal, die letzten 10 Jahre sind so schnell vergangen und wir haben es gelernt, beide, learning by doing, muss man ganz ehrlich sagen. Ein paar Kurse haben sie nicht vermeiden lassen und so haben wir das Unternehmen aufgebaut. Erst nach 1997 ins Unternehmen eingetreten. Ein weiterer Höhepunkt war die Ehrung langjähriger, verdienter Mitarbeiterinnen. Die Übergabe der Ehrenurkunden war äußerst herzlich und wertschätzend. Wer anruft und glaubt, ich bin's, das ist die Margit. Und ich habe sie unter anderem eingestellt, weil dann alle glauben, ich arbeite die ganze Zeit. Es war uns immer bewusst, wenn man gute Mitarbeiter hat, dann kann das Geschäft gut gehen. Ne? Wenn du keine guten Mitarbeiter hast, dann funktioniert das Geschäft auch nicht. Ne? Ganz einfach. Das geht eben nur dadurch, dass eben die Mitarbeiter, die besten Mitarbeiter, die wir haben, uns die Familie einfach zusammenhaltet. Ich habe einen super Mann, ich habe tolle Kinder und ich habe die besten Eltern, die man sich wünschen kann. Eine Besonderheit war auch, dass die musikalischen Beiträge ausschließlich von Familienmitgliedern und Freunden gestaltet wurden. Alles Gute zum Geburtstag für das Modehaus und Brautsalon Hufnagel in Bad Gleichenberg.